Hier wird fleißig genäht. Bodys, Mützen und Schühchen. Am 23. September war in Stralsund das große Treffen der fleißigen Pommernbienchen. Seit etwa 4 Jahren stricken, nähen und häkeln sie für Frühchen. Der Verein besteht mittlerweile aus etwa 350 ehrenamtlichen Frauen. Fest mit zum Verein gehört Kali als Vorlage zum Nähen. Die Puppe weckt Muttergefühle. Das ist eine Reborn-Puppe. Das ist ein lebensechtes Baby, also soll das imitieren. Das ist eigentlich als Therapiepuppe gedacht für Eltern, die Kinder verlieren oder die in solcher Situation sind, um damit umzugehen. Und wir nutzen es quasi als Model. Und eben auch, um den Menschen zu zeigen, die keine Ahnung von Frühchen haben, was es bedeutet, ein Frühchen in der Hand zu halten. Mhm. Kali ist, hat die Größe 36-38, wiegt 1130 Gramm und ist wirklich, also das Köpfchen fällt weg. Ne? Und man, es ist so lebensecht, dass wenn ich auf dem Flohmarkt stehe oder wenn wir Veranstaltungen haben und da kommen die Mutterinstinkte, ne? Man fängt an zu wackeln und zu schuckeln und dann kommen die Leute und sagen, oh Gott, ist das klein, dürfen wir mal? Stefanie Heinrichs-Iden hat 2019 die Gruppe gegründet, 2021 dann den Verein. Die fleißigen Pommernbienchen beliefern Eltern, die Frühchen bekommen haben. Auch Krankenhäuser und Hebammen bekommen von den Bienen Kleidungsstücke. Ich mache das tatsächlich neben dem Beruf. Also ich arbeite Vollzeit, wie fast alle meine Bienchen. Haben auch alle Familie und Haus und Hof und Tiere. Also das ist Tatsache Freizeit. Und es ist meinen Bienchen auch freigestellt, wie viel sie machen. Also jeder entscheidet für sich allein, es soll Spaß machen, ob sie 3 Teile in 5 Monaten machen oder ob sie 100 Teile in einer Woche machen. Die Bienchen gibt es mittlerweile deutschlandweit. Organisiert wird alles über verschiedene WhatsApp-Gruppen. Jana Gerbert nennt sich zum Beispiel die Häkelhexe. Seit 3 Jahren ist sie bei den fleißigen Pommernbienchen. Für sie ist es ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Ja, man freut sich einfach mit, ne? Also gerade, ich durfte auch schon mal selber ein Paket wegbringen und die Mutti, die hatte sich so gefreut, da kommen einem selber dann die Tränen auch, ne? Also es ist schon Wahnsinn, was wir alles so machen, ja. Am weitesten für das Treffen angereist ist Rebecca Reichert. Sie ist aus Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ganze 680 Kilometer gefahren. Erstmal sind wir alle zusammen. Das ist natürlich schön, dass man sich erstmal alle sieht, weil wir sonst immer nur über Handys oder hin und her schicken, korrespondieren. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich da bin. Deswegen bin ich auch extra gekommen. Wunderbar. Ich habe selber Frühchen zu Hause. Also meine Tochter ist 7 Wochen zu früh, mein Sohn 10 Wochen. Und so bin ich auch irgendwie dazu gekommen. Weil ich halt nähsüchtig bin und dann hat sich das ergeben, dass man die kleinen Sachen nähen kann. Und dafür bin ich extra das lange Wochenende hier hochgefahren. Im Jahr packen und verschicken Ehrenamtlerinnen etwa 400 Frühchenpakete. Auch für sogenannte Sternenkinder, die totgeboren werden, stellen sie Decken und Betten zur Verfügung. Der Verein finanziert sich durch Spenden. Leisten auch Sie gerne Ihren Beitrag auf das eingeblendete Spendenkonto. Die fleißigen Pommernbienchen beliefern mittlerweile Orte auf der ganzen Welt, wie Florida, die Slowakei, Ungarn oder die Türkei. Übrigens haben sie auch gerade den Ehrenamtspreis des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekommen.